So, dann machen wir jetzt mal mit Mission 13 weiter. Klosterburg Gottestrutz. Die Brüder von Knut dem Dreifach Gemarterten haben sich versammelt, um den schwächlichen Keeper Maleus zu vernichten. Maleus ist zwar vergleichsweise schwach, aber er ist auch äußerst gerissen und hat sich mit der Legion der Untoten verbündet, die für ihn kämpft, um vom Portaljuwel zu profitieren. Er erhofft sich, sie allesamt in Vampire verwandeln zu können. Denn wenn er erfolgreich wäre, könnte er sich als ein mächtiger Gegner herausstellen. Seine Pläne müssen durchkreuzt werden. Ja. Irgendwie. Ich war mir sicher, dass ich gerade mal bis Mission 11 das damals gespielt habe, aber die Mission kommt mir irgendwie bekannt vor. Entweder will mich das Spiel ärgern oder ich habe ein schlechtes Gedächtnis. Na, wie er dem auch sei. Also, in der letzten Mission hatten wir ja die Vampire, diesmal hat der Gegner Vampirhorden und wir müssen Mönche gegen sie einsetzen. Also Mönche bekehren und gegen die Vampirhorden einsetzen. Na, dann legen wir mal los. Von Knut dem Dreifach Gemarterten. Seht nur, wie die frömmelnden Mönche ihre religiösen Rituale durchziehen. Alles so widerlich friedlich. Aber irgendwo lauert euer Rivale Maleus. Er wird die Mönche töten und in Vampire verwandeln. Aber es liegt in eurer Macht, dieses Gemetzel zu verhindern. Nicht, dass gegen Gemetzel generell etwas einzuwenden wäre, aber in diesem Falle lockt eine besondere Trophäe. Der Portaljuwel, den Maleus so voller unbegründetem Stolz mit sich herumträgt. Bremsfalle. Also ja, dann legen wir gleich mal los. Wir haben schon einen ziemlich leeren, vorgefertigten Dungeon und ein bisschen Gold. Wollen wir uns noch ein bisschen mehr Gold. Haben wir hier gleich mal auch ein etwas größeres Ding frei für eine Schatzkammer. Weil alle anderen Räume werden wir wohl brauchen. Hier können wir auch etwas größer machen. So. Also fangen wir erstmal mit dem Wichtigsten an. Schlafräume und Hühnerfarm. Stelle ich hier zwei kleine Hühnerfarmen und hier einen großen? Nein, ich mache es andersrum. Ich mache hier kleine Schlafräume rein. Schnapp mir auch gleich mal die Goblins, die ich hier habe. Ich habe nur 6 Goblins, das ist nicht gerade viel. Und lass sie mal hier in dem Schlafraum einziehen. So. Weil zwei Schlafräume sind besser, wenn ich die ganzen Mönche nämlich bekehren tue. Dann fangen die an rumzujammern, wenn sie im selben Schlafraum schlafen müssen wie meine Kreaturen. So, Imps noch reinwerfen. 9 Stück dürften erstmal reichen. Was kostet der nächste? Na gut, gehen wir gleich auf 10. Ihr braucht eine Schatzkammer, um euer Gold zu lagern. Nein, brauchen wir nicht. Ich brauche erstmal einen Trainingsraum. Die Goblins stehen sogar schon bereit, dann können sie dann hier trainieren. Sehr schön. Okay, Hühnerfarm ist das nächste. Dafür brauchen wir aber allerdings mehr Gold. Dann können wir hier nämlich dann die große Hühnerfarm bauen. Die ist dann auch groß genug, um Teufel anzulocken. So. Den Imps habe ich mittlerweile, die dürften eine Weile reichen. Hier baue ich den Kerker hin und hier die Folterkammer. Und hier drin, ja, hier mache ich etwas größer und mache eine Werkstatt rein. Die braucht man, glaube ich, nämlich auch, um Teufler anzulocken, nicht nur die Hühnerfarm. Auf jeden Fall brauche ich auch Trolle, beziehungsweise ich brauche Fallen. Ich habe ja auch eine neue Falle gekriegt, die Bremsfalle. Aus den Tiefen eurer Werkstatt kommt ein Gerät mit beeindruckenden Fähigkeiten. Die Bremsfalle, die explodiert und dabei Eissplitter verschießt, die Gegner sofort bewegungsunfähig machen. Mhm. Wie nett. Also eine Eisfalle auf gut Deutsch. Ob ich sie brauchen werde in der Mission? Mal gucken. Auf jeden Fall brauche ich mehr Gold und hier kann ich eine Schatzkammer reinsetzen.
damit wäre das schon mal das Wichtigste schon mal erledigt. Hier oben ist das Portal, was ich brauche nachher dann. Und ansonsten brauche ich jetzt im Augenblick nur noch Gold. So. Hier durch die Trainings, durch den Trainingsraum hindurch. So. Zu den beiden Goldadern. Und dann dürfte das an Gold dann hoffentlich reichen. Hier sind noch vereinzelte Goldadern. Das sieht irgendwie komisch aus. Hier fließt ja ein Fluss lang. Geht der auch da lang? Ja, da geht er. Da geht der Fluss wohl weiter lang, oder? Ne, hier ist ein Gang. Hier ist ein Gang und eine schwere Tür. Und ein Gefängnis, Magier, alles Mögliche. Okay, dann sollte ich vorsichtig sein bei in diese Richtung graben. Ich grab, glaube ich, eher erst in die Richtung zum Portal. Aber erst einmal brauche ich ein Gefängnis. Was mich wieder nochmal einen Haufen Geld kostet. Und hier kann ich eine kleine Folterkammer reinbauen. Eure Geschöpfe nicht zur Schatzkammer. What? Ihr könnt euch den Bau dieses Raumes nicht leisten. Warum sollen die nicht zur Schatzkammer kommen? Ne? So, hier habe ich auch groß genug. Hier baue ich dann hier vorne eine Bibliothek hin. So, genau. 6 Forscher, 6 Regalplätze, das dürfte reichen. Aber eine Folterkammer ist recht teuer. Ihr könnt euch den Bau dieses Raumes nicht leisten. Aber jetzt können wir uns das leisten. So. 4 Foltergeräte, das dürfte reichen. Jetzt trainieren wir noch die Goblins auf Level 6 hoch. 4 hoch, genau. Und dann versuchen wir mal, die Mönche beim Portal zu eliminieren. Geht da direkt ein Weg durch oder brauchen wir eine Brücke? Wenn wir eine Brücke brauchen, wäre es natürlich praktisch. Nein, brauchen wir, wo es aussieht. Nicht. Nö. Da ist ein direkter Weg hier, wir müssen uns nur durchgraben. Ach, aber auch gut. So, Infrastruktur steht eigentlich soweit. Brauchen wir nur noch trainierte Goblins. Das Gold dürfte uns gerade so reichen. Verstärkte Türe, eine solide Metalltüre, die sehr widerstandsfähig ist. Werden wir da wahrscheinlich eine reinbauen. Weil ich hab's noch in Erinnerung, also die Mission kommt mir eigentlich ziemlich bekannt vor mit den Mönchen und den Vampiren. Dass der ziemlich viele Vampire hat und das ziemlich garstig werden kann, wenn der da alle auf mich hetzt. Deswegen sollte ich mich nicht nur auf die Mönche verlassen, sondern mich auch ziemlich gut... eine ziemlich gute Verteidigung vorbereiten, sprich Türen und Wächterfallen und so setzen. So, dann kann ich eigentlich schon mal hier durchgraben. Die befestigen meine Mauern. Was auch schon mal praktisch ist. Naja, viel Mauern zum Befestigen haben sie eigentlich nicht mehr. Hier kommt dann direkt das Casino neben die Bücherei hin.
Du siehst vielleicht ein bisschen komisch aus. Die Mönche kennen ein Geheimnis, das mit der Vernichtung von Vampiren zu tun hat. Genauer gesagt ist es eine Methode, wie man sie so vernichtet, dass sie keine Chance mehr haben, erneut ins Leben zurückzukehren. Ja, genau, das ist das Praktische eigentlich an den Mönchen. Zwerg. Ja, kannst ruhig herkommen, Zwerg. Meine Kumpels sind zwar gerade alle am Schlafen, aber du bist alleine. Ich glaube kaum, dass du viel ausrichten kannst. Vor allem, wenn sie jetzt in den, wenn meine Kumpels jetzt in den Kampf gegen dich stürmen. Mit Zucker bei dem Haut auf den Zwerg drauf. Und er rennt panisch weg. Mitten in die Ecke. Ach, da kommt noch einer. Eure Geschöpfe kommen nicht zum Kerker. Der riesige Keken ist schlimm. Ein verletzter Goblin, gleich mal hochheilen und den Riesen gleich wieder blitzen. Es ist Zahltag. So, dann. Haben wir schon mal zwei potenzielle Skelette und unseren ersten Mönch. Gleich mal heilen und ab in die Folterkammer mit dir. Auch wenn du rumjammerst, wie irre. So, das Gold könnt ihr dann auch ausgraben. Kommt jetzt, sie brauchen ein Casino. Nein, für Casino habe ich nicht genug Geld. Den Riesen hier kann ich ruhig zum Skelett werden lassen. Der bringt mir nämlich nicht viel in der Mission. Glaube ich zumindest. Und sehen nur Level 2 Riese. Also nicht so der Rede wert. Da hingegen kommt noch ein Mönch und ein Magier. Das kann ich gleich verkaufen, die Brücke. Die brauche ich jetzt nicht mehr. Aua, da ist eine Kanone. Schlag mal auf die da ein. So, ich habe doch genug Mana. Da kann ich noch zwei Imps mal in den Raum werfen. Eine Wache, die mir mein Imp verwirbelt. Hol mal lieber den Magier da ab. Die Wachen sind verhältnismäßig stark. Das ist mir schon in den anderen Missionen aufgefallen. Dafür, dass es nur Wachen sind. So, noch ein Mönch, den ich bekehren kann. Ein Geschöpf ist in eurem Kerker gestorben und als Skelett wieder auferstanden. Warum weichst du vor der blöden Wache zurück? So ist es richtig. Gut. Warum rennst du da drüben rum? Da hast du doch gar nichts verloren.